Hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Mario Galaxy. Also, ich habe heute zwei Sterne vor, die ich mir so dringend holen möchte. Und ich schätze, es wird nur bei den zwei bleiben. Also, mehr wird da nicht rausspringen, sollte ich jetzt irgendwie reinfailen. Kann passieren, muss aber nicht. Einmal die Schwimmland-Galaxie, die ist, ja, ziemlich lang, würde ich sagen. Außerdem gibt es bei dieser Galaxie einen speziellen Stern, den ich mir holen möchte. Die Marinefestung, jetzt wisst ihr, was ich meine. Also so eine Festung zu kapern ist natürlich nicht leicht. Ich würde sagen, ui. Nette Sache, oder? Finde ich schon. Die Musik setzt natürlich den Höhepunkt. Also die Musik ist richtig geil. Gut. Ihr seht eh, Pinguine sind auch hier. Also wir werden größtenteils unter Wasser. Und wenn ich jetzt richtig nachdenke... Ne, ich hole mir jetzt mal einen normalen Stern, glaube ich. Ich weiß, dass es hier einen speziellen Stern gibt, also einen wirklich speziellen. Das heißt nicht irgendwie einen zweiten Stern oder so, einen zweiten goldenen. Nein, das nicht. Obwohl ich sehe gerade... Nein, scheiße, ich muss runter. Ach, ficken. Ich muss leider runter. Dam, dam, da, dam. Gibt es hier irgendwo Luftblasen auch oder sowas? Wenn nicht, habe ich ein Problem. Ich glaube, oder soll ich mir vorhin einen speziellen holen, weil ich sehe hier die Röhre. Ja, ich glaube eh, das war die spezielle. Das spezielle, ich weiß jetzt nicht. Schau ich mal. Ich find's auch immer wieder lustig, dass das so behindert. Dass da gewisse. Dass die Gegner so behindert sind. Ich glaube, da war er, oder? Ja! Da hinten ist er! Ihr seht's eh, das ist kein gelber, das ist kein normaler. Also. Aufgepasst. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße! Oh! Ich brauch Stern, ich brauch Sterndinger. Nenn ich sowas. Ah, laufe! Laufe um dein scheiß Leben! Nein. Ich bin reingefallen. Ich bin reingefallen ins Loch. Verdammt. Das war nicht so geplant. Den Reaktor müsste ich, glaube ich, nachher dann treffen, soweit ich weiß. Aua, aua, aua. Geh weg von dem Ding. Das könnte tödlich enden. Wo ist das Ding? Da unten ist es. Ach, das war auch so dumm gerade, dass ich da reingefallen bin. Nochmal rein. Das habe ich gemeint. Ich kann sehr leicht hier failen. Weil es auch nicht gerade leicht ist. Ja, bleibt eh nicht mehr über, außer Hechtsprünge, wenn ich die hinkriegen würde. Ach, die haben... Okay. Die haben geschielt, die haben geschielt, die haben geschielt. Jetzt ist nur mal eine Sache von Timing. Ah! Okay, ich habe es überlebt. Gut, ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier. Aber ich brauche ein Ding. Ja, ich brauche einen von denen. Ihr seht eh, das ist ein Grünstern. Ein Grünstern. Hallo. Einmal bitte, danke. Und jetzt mal rein. Nein! Es war so dumm. Jetzt noch sterben, das wäre so dumm. Hallo, 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 hallo. Ich brauch dich, ich brauch dich. Achso. Nein, das wollte ich jetzt nicht eigentlich. Okay, jetzt ist Risiko, jetzt ist Risiko. Also wenn ich es jetzt nicht packe, dann habe ich ein Problem. So, komm her, liebe Rakete, ich brauche dich. Hast du mich jetzt nicht gesehen, oder wie? Das gibt's ja nicht, komm! Ich war genau vor deiner Nase, du musst mich doch sehen. Ja! Ja! Okay, Glück gehabt! Boah, das wäre jetzt so der erste Tod... Ah! Okay. Ruhig bleiben, ich hab's geschafft. Ich habe es geschafft, auch wenn es nicht leicht war. Obwohl es war eigentlich leicht, finde ich. Und ihr seht eh, wir sind schon wieder bei Rosalina hier. Und zwar, das mit dem Grünstern wird sie uns jetzt gleich erklären. Dann, neue Bestpunktzahl wieder mal, ja, Sternteile. Sieht so aus, als hättest du einen grünen Powerstern erhalten. Grüne Powersterne haben besondere Fähigkeiten. Wenn du mehr wissen willst, frag den grünen Luma. Er ist die Personifikation eines grünen Powersterns. Ja. Dann fragen wir ihn gleich mal. Hallöchen, grüner Luma. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich bin ein Wächter der Challenge-Galaxien. Und das Tor zu den Prüfungen wieder zu erwecken, wird die Kraft von zwei weiteren Wächtern benötigt. Und das ist der grüne Stern hier, den ich ja am ersten Part, glaube ich, sogar gesagt habe. Nur am zweiten. Und zwar, es gibt
im kompletten Spiel drei Orte, wo grüne Sterne versteckt sind. Und die müssen wir finden. Also den wusste ich noch. Ich weiß auch noch den zweiten. Und da wird uns Luigi dann von Nützen sein. Und den dritten bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube, der war eine Wüstengalaxie. Ich weiß jetzt nicht mehr. Werde ich auf jeden Fall mal schauen. Irgendwo gab es noch so einen speziellen Ort. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. An alles kann ich mich auch nicht mehr erinnern von vor 7 Jahren. Ist ja ein bisschen lang her auch. 7 Jahre, 9 Jahre nicht Koffer. Gut, das heißt, wir haben jetzt mal den normalen Stern gefangen. Und werden nun den normalen mal holen. Das hat jetzt keinen Sinn ergeben. Ich habe den normalen gefangen und werde jetzt den normalen holen. Das ergab keinen Sinn. Ich habe den grünen geholt und werde jetzt den normalen holen. So ist es richtig. Ach, warum bin ich eigentlich so blöd? Ich muss aber sagen, der Grünstern war nicht schwer. Der war richtig leicht. Also, wie ich ihn damals als 7-Jähriger gesucht habe. Das sind mir sofort ins Auge gestoßen. Weil, schaut mal, wenn ich jetzt da runter gehe einfach. Das fällt doch gleich auf, oder? Warte mal. Die Röhre fällt sofort auf. Da ist sich nicht viel Mühe gegeben worden. Wo ist das Ding? Den Reaktor muss ich zerstören, das weiß ich. Das heißt, ich brauche jetzt das schnellstmöglich, wenn es mir das Spiel erlaubt. Den Torpedo, bitte. Hallo. Gut, passt. Hallo, da ist er. Zerstören. Du bist nicht blöd. Hä? Was? Der ist rundherum? Autsch. Es laggt richtig mega. Jetzt. Ha, erwischt. Okay. Alter, es hat gerade richtig mega geleckt, auch noch dazu. Nein, meine Luft. Hoch da. Da. Okay, einmal hat es mich erwischt, jetzt leider. Schade drum, aber ist nicht schlimm. Da sind so ein paar gelbe, schöne Dinger, aber die werde ich jetzt nicht unbedingt brauchen. So, hoch geht's. Deshalb musste man den Reaktor zerstören. Und ja, ich bin ehrlich, ich habe den Grünstern vorher gefunden, weil ich damals nicht wusste, was ich tun musste. Und ich habe gedacht, ja, okay, die grüne Röhre wird mich vielleicht hochführen. Und dann hat sie mich einfach zu einem Grünstern geführt. Das war so lustig damals. Beim dritten habe ich auf jeden Fall lang gebraucht, das weiß ich. Fall runter, bitte. Oh nein, die Dinger sind ja auch wieder da. Also die Dinger hier, die ballern ja einen runter. Das heißt, ich darf mich wirklich nicht treffen lassen, weil sonst habe ich ein Problem. Sonst liege ich schneller wieder unten und es gibt ordentliche Zeitprobleme. Dam. So, du gehst mal runter. Ach, das Ding hier. Zack. Rüber da. Okay, bin oben. Dam. Seht ihr auch da... Oh, ne! Bitte nicht, blaue Splitter! Was? Und dann noch diese elektrischen Spikes-Dinger, was mich gleich killen! Haha, da. Mich wundert es so einfach, dass ich es geschafft habe, noch hier heil rauszukommen. Also heil meine ich jetzt, dass ich noch nicht gestorben bin in der Galaxie. Da sehe ich auch noch einen Grünstern da unten. Ah, ein Grünstern. Ah, Mann, was ist halt wieder los? So blaue Dinger hier. So, rüber da. Nein! Bleib oben, rüber da. Hechtsprung ist immer gut. In so einem Fall. So, zwei Splitter sind noch irgendwo. Da oben ist einer, sehe ich. Nein! Jetzt bin ich wieder unten. Ach, das kostet so viel Zeit. Ja, komm, lass mich doch oben und back nicht runter. So ein Scheißdreck. Okay, jetzt wird's was. Ja, Hammer. Und der letzte ist, glaube ich, ja, ich glaube, ich sehe ihn sogar, der blaue Kreis verdeckt ihn, nur da oben ist er. Ich muss nach oben. Autsch! Immerhin waren die Entwickler nicht so asozial und haben tatsächlich, da keine Banden gemacht, dass mich nochmal runterhauen könnte. Ich hätte es denen sogar zugetraut. So, lass mich oben. Perfekt! Warte. Kann ich das irgendwie machen? Nee. Okay, das ist eine feste Schraube. Lass mich. Wow. Okay, die ist nicht fest. 100%. Ja, das war klar.
Und da ist der Stern. Dam, 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 dam. Gut. Dann haben wir den jetzt auch mal gefunden. Okay, das heißt, wir haben die schwerste Galaxie somit abgeschlossen mal. Okay, die schwerste mal fürs Erste. Fürs Erste. Wir sind 10 Minuten. Jetzt wird's risikoreich, weil wir haben jetzt noch eine Sache, die ich haben will. Ein Stern. Und das ist jetzt risikoreich. Es könnte passieren, dass jetzt gleich direkt mal der erste Minuspunkt kommt für das ganze Ding. Dam, da, da. Ich meine, bis jetzt sind wir 5-mal gestorben auch. Das ist so eine Sache. Schade eigentlich drum. Im Bilderbuch wurde ein neues Kapitel. Oh, schon wieder. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Ihr wisst, was das heißt. Das heißt, ich werde den nächsten Part anfangen mit... Es ist noch immer der Komet da. Scheiße. Okay, dann machen wir einen Komet vorher, kein Problem. Bilderbuch bedeutet, ich werde den nächsten Part gleich direkt anfangen mit der Bilderbuchgeschichte. Im Anflug auf Tempokomet. Dam, dam. Dam, da, da. Das hast du nicht vor! Das tust du mir gerade nicht an! Nicht das! Was für eine Zeit habe ich? Ist sicher 30 Sekunden oder irgendwie so ein Blödsinn. Achso, Tempokomet! Achso! Tempokomet ist ja da, wo alles schneller wird. Ja, wo alles jetzt richtig schnell ist. Jetzt muss ich schnell sein. Alter, wie schnell das aber auch geht. Ja, jetzt haben wir ein Problem, weil jetzt kann viel Tote, viel passieren. Da vorne ist der Stern, ich sehe ihn schon leuchten. Oh Gott, wie schnell das einfach ist. Oh! Oh mein Gott, das war jetzt knapp. Oh, der holt mich ein, oder? Nein, 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 geht sich aus, geht sich aus. Alles kein Problem für mich. Okay, immerhin gibt es kein... Ah! Gott, das war jetzt knapp. Das hat jetzt jeder gesehen, ich habe mich gerade tot gesehen. So, da bin ich safe, das weiß ich. Da kommt er nicht her. Das kann ich sogar beweisen, ja. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, verfickt nochmal. Komm runter. Ich hab's einfach verfickt nochmal geschafft. Ja! Was ist mit mir los heute? Ich bin ja nicht mehr... Okay, das wäre jetzt ein German Let's Play-Spruch geklaut, da. Aber ich bin ohne Scheiß wirklich ein Mensch, der, glaube ich, gerade nicht weiß, was mit ihm los ist. 3 Sterne, was? Jetzt schon? Und wir haben nur 13 Minuten. Unfassbar. Ich habe gedacht, wir schaffen 2 Sterne in 20 Minuten jetzt vielleicht. Und dass ich sogar Minuspunkt kriege. Nein, eben nicht. Und ja, ich habe ja auch gesagt, es gibt einen Minuspunkt, wenn der Part nicht 15 Minuten lang ist. Oder nicht 15 Minuten lang. Also wenn ich jetzt wirklich noch was zocken könnte. Und der Part ist also jetzt gerade bei mir gerade mal... 13 Minuten lang, das heißt, ich werde jetzt noch den geheimen Stern spielen, auf jeden Fall. Das ist jetzt natürlich risikoreich, weil einerseits ist denn... Ich weiß, wo der Stern ist, das weiß ich. Da habe ich einen Vorteil. Das Rätsel der Strudelhöhle ist noch unser Ding, weil wir einen Panzer brauchen, auf jeden Fall. Somit ist der Stern hier eben versteckt. Ich könnte es auch mit dem zweiten machen, weil da wäre der goldene Ding. Aber wenn ich den einmal verschießen würde, wäre es risikoreich, dass ich, ja, dass ich gefailt habe. So, grünen Panzer bitte, danke. Dadum, dadum, dadum. Hoch, 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 hoch. Ja, also einen grünen Panzer braucht man für oben. Würdest du bitte hochgehen mal? Ach so, ja, ich muss hoch rausspringen auf jeden Fall, sonst wird das knapp. Ja, da kommt... Nein! Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Gut, bin hier. Da, dum, dum, dum. Muss ich ein bisschen rundherum laufen, weil sonst haben wir ein kleines Problem. Nein, hoch da. Gut. Da, 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 da. Übrigens, der Stern ist aber richtig gut versteckt. Und zwar hier jetzt an der Seite. Seht ihr die Kiste? Die Kiste, die ist so asozial. Ich habe die lang gesucht. Da, 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 da. Hier ist ein Stern. So ein Sternring. Und der führt uns jetzt wohin? Da, da. Das meine ich jetzt. Da, 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 da. Aber die Musik ist wieder mal geil. Gut, und jetzt ist so eine Sache, das ist richtig wichtig. Ah ja, stimmt übrigens. Hashtag krank, sorry. Gut, ich werde das Vieh jetzt mal brauchen. Kommt bitte her. Aber die Insel ist geil. Muss man schon sagen. Was ist mit dir? Hallo, bleib doch stehen. Ich habe nicht so viel Zeit für dich. Weh, du Vieh fällst ins Wasser. So, hochwerfen bitte. Danke.
Dankeschön. Und hier haben wir ein neues Item somit. Und zwar die wunderbare Eisblume. Du wurdest zu Eis, Mario. Schüttel die Wii-Fernbedienung, um zu skaten. Du kannst auch auf Wasser laufen. Gut. Und das ist jetzt die Sache, die hier richtig lustig ist. Wir müssen jetzt wunderbar hier hoch. Und ich sehe gerade, dass das die falsche Richtung war. Ja, super Move. Wo soll ich denn sonst hin? Ja, gut. Brauche ich nochmal eine Eisblume. Warte mal. Da oben! Da ist das Ding. Okay. Ein bisschen habe ich mich geirrt. Okay, kann passieren. Lass mich vorbei! Okay, ich bin gerade festgepackt aus irgendeinem Grund, aber egal. Zack, zack, zack. Aber richtig geile Sache auf jeden Fall. So. Du kommst auch gleich mal her. Au! Was? Das ist Betrug pur. Ja, geil. Super, super, super. Ja, Minuspunkt heute, oder wie? Hab nichts dagegen. Wo ist das Ding jetzt? Nochmal die Eisblume da vorne. Gibt es sogar noch wunderbare solche Dinger. Aber gut. So, probieren wir es nochmal. Kein Problem, ich habe genug Zeit natürlich. Nein, habe ich nicht. So. Das Ding hat auch irgendein Geheimnis, das weiß ich. Ich glaube, das bringt noch so eine Eisblume oder was weiß ich. Ja. Wäre auch sonst richtig asozial. Gut. Huch da. Wenn ich jetzt nochmal runterfalle, ich lache mich so aus. Warte, das Ding hat auch... Oh! Komm, weg da. Okay, das ist jetzt eine knappe Sache. Warte, 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 warte. Ich baue eine Münze. Da gehe ich nochmal gern runter sogar. Dum, dum, dum. Da, da, dum, dum. Oh, das ist... Da ist nichts. Okay, da muss ich wirklich nochmal runter. Oh, warte mal, warte mal. Solange das Eisding ist, okay, da vorne ist der Stern. Jetzt ist es lustig, weil jetzt brauche ich dieses Ding da. So, kommst du bitte mit? Dich brauche ich nämlich. Autsch, das war zu früh. Nein, 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 komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Ja, was? Oh nee. Das war dumm. Super. Super duper, muss ich auf jeden Fall sagen. Ach. Bitte, bitte bleib nicht bei den. Bitte, lass mich das mal... Nein! Das ist mir zu früh! Das ist so ein Drecksvieh! Ja, super, kann ich nochmal warten. Schaffe ich nicht mehr. Nein, schaffe ich nicht mehr. Okay, ich habe noch Zeit ein bisschen. Also es geht sich noch alles aus. Gut, gibt's ja. Wo ist das Vieh? Da ist es. Hallo? Ah, jetzt habe ich dich. Jetzt geht es nicht. Scheiße. Hey, lass mich! Nein, 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 das Ding da schon wieder. Ja, jetzt ist da. Ja! Das war das Falsche! Was? Was? Ich bin... Nein. Nein, das war der Falsche. Och, komm. Jetzt habe ich Probleme mit dem Partnern. Ich wollte einerseits sagen, der erste grüne Stern oder irgendwie so, jetzt hätte ich noch den Minuspunkt auf Lager. Der läuft dafür runter, der will auch nicht, dass ich es innerhalb von 20 Minuten hinkriege. Was? Nein, 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 lauf, 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 du Schlampe! Nein! Geh hoch, komm! Hau mich hoch! Gut, scheiße, 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 ich schau gerade auf die Zeit. Okay, Krise vermieden, wir sind bei 19 Minuten und 25. Die letzten 35 Minuten eine gute Abschlussding hinkriegen ist auch noch möglich. Ha, so ein Scheißlack, Alter. Das ist unfassbar. Aber 4 Sterne in einem, das ist richtig nice. Gut, speichern will ich nicht. Gut, bevor die Uhr 20 Minuten schlägt, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal.